Hallo meine Lieben und herzlich willkommen, mein Name ist Captain Bam, dies ist das Spielemagazin und dies ist Stinkestadt, denn ich habe die Müllabfuhr im Prinzip lahmgelegt. Voll bewusst. Ja, also man sieht hier überall Symbole, 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 Symbole. Offensichtlich sammeln sich die Müllberge nur so in meiner Stadt und das ist gut, denn ich bin auf dem Weg zum Einkaufszentrum der Mäßigung. Nicht so schick, viele kleine günstige Geschäfte. Anforderungen für den Bau des medizinischen Zentrums. Ich will natürlich, wenn es irgendwie geht, zu diesem medizinischen Zentrum kommen. Und wie man sieht, ich steigere mich. Aber so langsam wird das Ganze natürlich kritisch, denn meine Bürger sind nicht besonders zufrieden. Zum Glück gibt es keine Bürgermeisterwahlen in meiner doch ziemlich, einseitig dominierten Stadt, aber es ist, wie es ist. Ich versuche jetzt einfach mal hier weiterzukommen. Man sieht hier, ich leere immer noch meine Deponien. Also ich habe jetzt auch sonst nichts mehr gemacht. Ne? Also das, was ich in der letzten Ausgabe gesehen habe, das ist im Prinzip das, was ich gemacht habe. Ich habe das Recycling abgestellt, habe meine ganzen Mülldeponien auf Entleerung gestellt. Sprich, die können nichts mehr aufnehmen. Und dann kann man auch sehen, dass hier die Müllproduktion beträgt 664.000 Einheiten. Und meine Müllverbrennungsanlagen können aber nur 252.000 Einheiten pro Woche verarbeiten. Und weil ja sonst der Deponiespeicher nichts mehr aufnimmt, ja, bin ich am Arsch. Und so langsam steigert sich dieses Niveau jetzt immerhin schon auf 16 von 25 Einheiten. So. Und jetzt warten wir einfach geduldig ab. Das ist so meine Taktik. Ich dachte, ich werde euch das jetzt einfach mal zeigen zu diesem Zeitpunkt, weil man sieht ja, es wächst immer weiter. Die Stadt selber, ja, viele, viele, viele Symbole. Im Endeffekt wird es darauf ankommen, dass ich hoffentlich jetzt nicht völlig abstürze, kurzfristig. Also im Moment ist ja noch alles ganz gut. Wenn das sich so weiterentwickelt, dann muss ich halt irgendwann wieder anfangen zu sagen, okay, die Mülldeponien sollen wieder aufnehmen. Mein Budget werde ich kurzfristig dann wieder anheben. Das war ja auch so eine Sache. Das habe ich noch abgesenkt hier auf nur noch 50%. Das kann ich ja dann zwischenzeitlich mal, was ich, auf 125 oder so anheben. Mehr Fahrzeuge wird dann auch schnell wieder zu einer Entlastung führen. Aber jetzt ist mir natürlich erstmal wichtig, dass ich hier hinkomme und man sieht, es funktioniert. Ich hoffe jetzt halt bloß, weil man ja sieht, wie viele Müllsymbole ich habe, dass jetzt nicht schon wieder die ganze Stadt sich von alleine demontiert und dann zig Leute ausziehen und so. Das ist das Einzige, was ich hoffe. 18 von 25. Okay. Es wird. Abreißen will ich auch nichts, weil ich Angst habe vor dem großen Crash nach dem Motto, ich reiße jetzt alles ab, dann gehen die Bürger weg, dann verliere ich Geld, dann habe ich kein Geld mehr und dann kann ich keine Müllverbrennungsanlagen mehr bauen. Also ich verlasse mich jetzt einfach drauf, dass dieses Verhältnis von 660.000 zu 252.000 mich mittelfristig zum Erfolg führt. Und es sieht gut aus. Prima. Ja, dann gucken wir mal ein bisschen, nutzen wir die Zeit, schauen uns ein bisschen um. Hier ist mein Chirp X Startgelände. Haben wir ja auch vor wenigen Ausgaben erst gebaut. Hier sieht man auch, wie die Waren angeliefert werden für den Bau der Rakete. Und die Apollo Bam wird abheben. Das steht in meinen Augen schon fest. Es ist nur noch eine Frage der Zeit. So, Zug fährt da natürlich jetzt erstmal keiner hin, aber man sieht hier U-Bahn, ja. Da kommen schon zumindest mal Leute an und wollen irgendwo hin, zum Bahnhof. Na gut, warum nicht? Ist okay. Kommt auch ein Zug hier irgendwann mal. Ja, auch ziemlich abenteuerlich gebaut mit dieser Brücke hier, aber ey. Warum nicht? Wie geht's meinem Bürogebiet? Oh ja, mal abgesehen jetzt von den ganzen Mülltonnen. Ist es eigentlich echt schön geworden. Wie sieht's eigentlich aus? Eieieiei, ich raste aus. Das ist toll. Bald kriege ich auch dieses einzigartige Gebäude. Halt, wo ist es doch? Da ist es doch. Hier. Das Einkaufszentrum der Mäßigung. Das ist es. Es kostet auch fast nichts. 19.900.
nicht so schick, viele kleine günstige Geschäfte, Anforderungen vom Baumedizinischen Zentrum. Super. Das könnte ich ja mal wirklich irgendwo ein bisschen so in diese Randbezirke bauen. Die haben ja da oben noch gar kein einzigartiges Gebäude. Das geht ja gar nicht. Oder ich baue es nach Wacken. Warum nicht nach Wacken? Hm? Können wir hier so hinbauen. Da sind die dann auch stolz drauf. Außerdem muss ich das Festival-Areal noch bauen. Hier in Wacken. Ist Wacken eigentlich ein Erzabbaugebiet? Ich weiß zu wenig über Wacken. Ich weiß nur Heavy Metal. Yes. Also Wacken muss ja was mit Metall zu tun haben. Deswegen passt es ja perfekt eigentlich. Gut. Schön. Schön. Gefällt mir alles gut. Wie sieht's aus? Ah, ich bin gleich da. Super. Und noch bricht mir die Stadt nicht auseinander. Also ich habe zwar ein paar tausend Einwohner verloren, ja, aber noch ist alles im grünen Bereich, würde ich sagen. Ich habe Geld verdient. Ich verliere zwar Einwohner, ja, das steht fest. Immerhin 200 pro Woche. Aber hey, geht ja noch. Diese Brühe hier, die macht mir Kopf zu brechen. Okay. Das ist ein anderes Thema. Hier geht's ab, oder? Da steppt der Bär. So. Wir haben es gleich geschafft. Was? 13? Jetzt will ich aber hoffen. Jetzt gebe ich mir solche Mühe. So, durchschnittlicher Müll pro Gebäude. Komm schon. Du willst es doch auch. Ich weiß es doch genau. Sei doch nicht so. Na? Okay. Boah, das ist so eine Kloake hier. Ja. Pfui. Und das in meiner Stadt. Aber die hier beschweren sich nicht. Weil mich das echt wundert. So, jetzt ist es doch aber soweit, oder? Ich raste aus. Hier, das würde ich gerne noch abbauen irgendwann oder verschieben. Dann könnte ich das nämlich schön miteinander verbinden und dann könnte quasi Wacken seinen Müll auch hier rüberbringen. Genauso wie hier in Bling Bling. Ich hab's geschafft. Ja, stopp. Halt. So, jetzt. Also, das Einkaufszentrum der Mäßigung. Wir haben es. Da würde ich doch mal vorschlagen, als allererstes stellen wir wieder den Normalzustand her. Beziehungsweise nehmen sogar ein bisschen mehr Geld in die Hand, kurzfristig, damit sich das umso schneller wieder erholt. So, das ist das. Das Budget. Dann würde ich gerne als Stadtrichtlinie wieder das Recycling einführen. Und dann wollen wir mal die Deponien nicht alle wieder auf Entleerung setzen. So. Trotzdem würde ich mich gerne im Zuge dieser ganzen Aktion würde ich mich gerne noch mal kurz mit dem Mülldeponien und so auseinandersetzen. Warte mal, die ist 62% voll, 14%, die lasse ich tatsächlich mal entleeren, 3% die auch, 23% die auch und die mache ich jetzt einfach noch mal auf der Seite. Die sollen wieder was aufnehmen können. So, womit ich mich nämlich beschäftigen wollte, jetzt machen wir mal zweierlei. Als allererstes, jetzt haben wir das wieder quasi reaktiviert. Halt, da drüben ist noch eine Deponie, aber die will ich ja entleert haben, ne? Die da. Die soll sich ruhig weiter entleeren. So, jetzt nochmal kurz nachdenken. Budget haben wir erhöht, ist wieder gut. Wir haben die Stadtrichtlinie wieder aktiviert. Fürs Recycling und wir haben die Deponien alle wieder aktiviert. Eigentlich müssten jetzt mittelfristig die Symbole wieder verschwinden. Jetzt schauen wir mal, ob das auch so passt. Aha, da kommen jetzt, seht ihr, da kommen jetzt neue LKWs rausgefahren. Zack.
Und jetzt wird sich eine Armada in Bewegung setzen. Auch hier. Die dann den Müll einsammelt. Weil jetzt sieht man, habe ich auch schon 400 irgendwas. Jetzt war ich auch miese, ja, das war aber auch nicht anders zu erwarten. 500 Leute verlassen jetzt meine Stadt gerade pro Woche. Das ist nicht wenig. Deswegen müssen wir jetzt den Müll wirklich abtransportieren. Man sieht hier 25 ist offensichtlich auch eine kritische Marke. Das sind meine Bürger nicht mehr bereit zu akzeptieren. Jetzt wird auch viel weniger Müll produziert. Das ist halt die Recycling-Richtlinie, ne? Und die Müllverbrennungskapazität ist sehr hoch. 495.000 Einheiten Müll werden produziert und 1.199.520 können verbrannt werden. Also das Doppelte. Jetzt ist es so, ich würde gerne die Mülldeponien ein bisschen reduzieren. Ich habe einfach sehr viele Mülldeponien und würde gerne versuchen wollen, das zu reduzieren, falls das funktioniert. Aber jetzt haben wir hier natürlich erstmal Stau. Okay. Trotzdem, ich denke mal, das wird funktionieren. Oh Gott! Ja, das braucht jetzt halt wieder eine Zeit, bis ich das wieder... Ach du Scheiße. Oh Jesus. Das wird eine Weile dauern, bis sich das wieder normalisiert hat. Aber sagen wir es mal so. Ich sehe eine gewisse Chance. Ja, ach du heiliger Mensch. Schaut euch das auf der Brücke an. Hier. Das ist ein Bild für Götter. Für Müllgötter. Die Straße könnte sechsspurig sein, es würde nicht reichen. Müsste ich das eigentlich sinnvollerweise irgendwie mit der Autobahn verbinden oder so? Moment mal, hier. Ja, das wäre natürlich jetzt echt nicht so völlig bescheuert. Das würde sich halt einfach besser verteilen, ne? Soll ich das mal machen? Das kostet ja nicht viel. Okay. Mal da, eine da. Da machen wir mal eine da. Eine Schnellverbindung. Jetzt gucken wir mal. Oh, guck doch mal. Ja, heiliges Blechle. Es läuft ja super. Ja, das wird helfen. Ich behaupte nicht, dass das jetzt alles sofort gut wird, aber es hilft. Die müssen halt jetzt nicht durch die Stadt. Hier. Sondern können halt quasi die Schnellverbindung wählen. Ich meine, ich könnte ja auch noch, das wäre zumindest denkbar, ich könnte natürlich auch noch hier so eine Verbindung bauen, damit sie dann darüber kommen. Versuchen von hier aus zum Beispiel unter die Erde zu gelangen. Jetzt bin ich bloß über die Erde. Scheiße, Mann. Guckt euch das an. Das wollte ich doch gar nicht. Ich wollte genau das Gegenteil. Ich wollte runter. So. Und dann könnte ich versuchen, hier rüber zu kommen. Und dann jetzt wieder irgendwie rauf. Und zack. So habe ich mir das auch vorgestellt. Aha, der erste biegt schon ab und gleich nochmal einer. Und nochmal einer, ja, das bringt schon auch was. Da kann jetzt meine Müllarmada sich so richtig austoben. Wir schauen auch mal, ob das schon erste Auswirkungen erkennbar sind. Ja, hier steht jetzt schon das erste Gebäude leer, das war wohl offensichtlich zu lange. Gucken wir mal schnell Müllberge hier. Ja, also Müllverarbeitungsstatus ist auf jeden Fall wieder fett grün.
Mülldeponieauslastung. Ah, war nicht anders zu erwarten. Jetzt machen wir mal Folgendes. Nur so für den Kick und für den Augenblick. Hier. Die da. Das wird also entleert. Die da würde ich jetzt gerne abreißen. Wie gesagt, das müsste eigentlich scheißegal sein, weil ich mache hier. Ich kann mit den Müllverbrennungsanlagen, die ich habe, kann ich den Müll meiner Stadt locker, easy abbauen. Ich brauche gar keine Mülldeponien mehr. Dann könnte ich die nämlich auch so nach und nach abbauen. Und das soll halt alles verbrannt werden. Fertig, aus. Damit bin ich vollkommen einverstanden. Außerdem erzeugt es auch noch Strom. Großartig. Das funktioniert doch astrein. Ist es denn so, dass es wirklich miteinander verbunden ist? Schon, da? Das sieht man hier jetzt nicht so ganz hundertprozentig, aber doch, doch. Nicht, dass der ganze Strom, der hier schön produziert wird, nicht abgegriffen werden kann. So, prima. Also, das war's. Wir haben es geschafft. Ich glaube, klar, jetzt haben wir halt hier ein paar leere Gebäude und so. Ja, ist natürlich alles noch nicht so richtig geil. Aber ich denke, in wenigen Augenblicken wird meine Müllarmada, die sich jetzt auch ein bisschen beruhigt hat, wird das Ganze wieder in den Griff bekommen. Und dann sollte es mir möglich sein, das Einkaufszentrum der Mäßigung, das ich jetzt habe, auch zu bauen. Und ich dachte ja an Wacken, aber wir werden uns in der nächsten Ausgabe festlegen, ob es wirklich nach Wacken kommt oder nicht. Das finden wir noch raus. In diesem Sinne, meine Lieben, mein Name ist Captain Bam. Ihr seid die Besten. Und morgen geht es an dieser Stelle weiter. Ich schaue gerade so ein bisschen, ich sehe den einen oder anderen Müllwagen, der hier so rumkurvt. Und ich glaube, hier gerade ist zum Beispiel so ein Symbol verschwunden, ne? Ich lasse mal einfach ein bisschen schneller laufen. Das würde ich halt schon noch gerne miterleben, dass hier so ein paar Symbole verschwinden. Das wäre halt schon schön. Bis jetzt kann ich es noch nicht erkennen. Ah, hier, da ist eins verschwunden. Habe ich genau gesehen. Da ist auch eins verschwunden. Ja, es wird jetzt halt ein bisschen dauern. Das geht jetzt so schnell nicht. Klar, das ist wie immer. 113.000, immerhin kommen wieder neue Bürger dazu. Also es scheint so, dass das dann doch immerhin, da ist jetzt auch eins verschwunden. Also das wird jetzt halt ein bisschen dauern, bis sich das wieder gefangen hat. Aber sagen wir es mal so, der Einschnitt in meine Bevölkerung war jetzt nicht so gravierend, wie ich es dachte. Das ist immer noch, klar, das ist immer noch beschissen. Aber ja, hier sieht man auch ziemlich gut, wo die größten Probleme sind. Aber ich gehe immer noch fest davon aus, dass ich genügend Kapazitäten habe, bloß jetzt, bis dieser Strom an LKWs wieder durch die Stadt kommt. Das zieht sich halt jetzt noch einen Augenblick. Oder vielleicht auch zwei Augenblicke. Und vielleicht muss ich dann halt auch mal wieder so ein paar Gebäude abreißen, weil klar, es sind halt ein paar, haben jetzt halt Reis ausgenommen. Ich kann das verstehen, aber da müssen wir halt irgendwie durch. Alle gemeinsam. Die kommen schon wieder. Bin ich ganz zuversichtlich. Bin sogar eigentlich so optimistisch, dass ich sagen würde, wenn ich jetzt hier ein Gebäude abreiße. Hä? Will mich verarschen? Ah, da. Dann kommt es auch wahrscheinlich relativ schnell wieder. Jetzt pass mal auf. Gucken wir da mal drauf. Es braucht ja gerade irgendwie alles. Was ist denn das hier? Das ist Gewerbegebiet. Haben wir eigentlich einen Bedarf? Müsste sich dann sicherlich auch schnell wieder fangen. Was gibt's hier mit den Nachrichten? Polizei, Lagerräume, Katze gerettet, mysteriöser Kultanführer, sagt Ende der Welt voraus. Aha. Recyceln, ja. Neue Studien, Wissenschaftler, Bäume, Lärmschutzwände. Ja, okay, das ist mir klar.
Also ich finde jetzt ehrlicherweise, dass das alles gar nicht so schlecht aussieht. Tolle Stadt. Ah, seht ihr, da wird das Gebäude neu, wird die Fläche neu vergeben. Ist natürlich jetzt nicht ganz im Sinne des Erfinders, ist mir klar. Aber, ja, was soll's. Wir mussten das jetzt machen. Hier haben wir ein paar Tote, die abtransportiert werden müssen. Das ist für mich immer noch so ein bisschen... Das hier ist ein bisschen eine kritische Gegend, habe ich so den Eindruck. Da muss ich mich vielleicht mal ein bisschen drum kümmern. Seht ihr hier? Wir haben hier zum einen Tote und zum anderen haben wir Kranke. Aber warum? Wir haben hier ein eine Arztpraxis genau in der Nähe. Kranke Bürger. Das ist ja interessant. Okay, also da muss ich mich ein bisschen drum kümmern. Das scheint mir eine Gegend zu sein, die meine Aufmerksamkeit verdient. In diesem Sinne, meine Lieben, ich mache jetzt einen Cut. Nächstes Mal gibt es erstens das Einkaufszentrum der Mäßigung. Das müssen wir bauen. Und dann kümmern wir uns hier oben mal um diesen Randbezirk. Das scheint hier oben alles nicht so ganz hundertprozentig zu sein. In diesem Sinne, meine Lieben, mein Name ist Captain Bam. Ihr seid die Besten. Bis morgen. Tschüss. Ich habe schon Trillionen Cops besiegt. Mein Livestream ist bei Millionen beliebt. Hab heute um 100.000 Autos geknallt. GTA macht's möglich, ich wurde noch einmal verknallt. Ich hab in meiner Welt eine eigene Stadt, die einen Zoo und ein Aquarium hat. Ich bin der größte Fisch, regiert diesen Teich. Ich bau alles schön auf und mach's dem Erdboden gleich. Der Pass kommt von CR7, ich zieh ab.